Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir machen heute auch mit der Hauptstory wieder weiter und mit der Quest Ein grausames Schicksal, sprich mit Sigurd. Dann wollen wir mal mit dem Guten reden. Schauen, was er uns zu sagen hat. Er wird da oben sein, okay. Erst schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Sehr schön. Da ist er auch schon. Unser Bruder. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Oh, machen wir denn? Seit Jahren warte ich auf diese Gelegenheit. Doch wir sollten nichts überstürzen. Warten wir den richtigen Zeitpunkt ab. Wir werden erstmal auf die Karte schauen. Okay. Na, wir hätten hier oben noch was, aber da werden wir bestimmt noch hinkommen, denke ich. So hätten wir eigentlich alles erledigt. Ja komm, machen wir die Schlacht, würde ich sagen. Ich denke mal, dass wir das dann danach auch noch alles anschauen können. Aber da kommen wir in der Geschichte mal ein bisschen weiter. Zu begegnen, Eivor. Ja komm. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulls scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Kriegerskalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Bassim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Okay. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Okay. Ich hoffe mal, der lässt uns auch. Du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir!
Dieser Kampf gehört mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Heute hole ich die Ehre zurück, die er verloren. Und die Waffen doch gar nicht gelevelt, Bitch. Ich rufe einen Holmgang aus. Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsmal. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du hast mein Leben zerstört. Nun nehme ich deins. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Alter! Was haut der Schaden rein? Du solltest tanzen und nicht kämpfen. Blut fließe. Kommst du nicht? Komm, umarme dein Schicksal. Bitte dich, Wurm. Ah, haut dir rein. Scheiße. Warum stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Kjötvi. Der Allvater sieht zu. Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Wölfe nähren. Alter Schwede. Ein Schlag, du musst du weg, Will. Weiß ich, kann ich den überhaupt besiegen? Ich weiß es gar nicht. Das schon mal ein kleines Zeitfenster. Ah, ich konnte nicht mehr ausweichen. Kjötvi, wie der Grausame.
Ah. Ich weiß ja nicht, ob ich den blocken kann. Ich will es gar nicht probieren. Weniger Platz. Halt am! Schändlicher Trick, Wolfsmann. Du bist das Kind deines Vaters. Komm her, du Missgeburt. Ah. Du Schwein, du. Ja, genau. Was ist das? Rabenclan! Eure Leben sind verwirrt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs!
Was ist denn das jetzt? Mein Vater ist tot, Gorm. Seine Schuld getilgt. Öffne die Tore und du wirst verschont. Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal. Bogenschützen zielen. Rat zeigt keine Gnade. Bogenschützen, Feuer! Schau mal. Ne, ich bin ja schon mal gewesen. Ah, da geht's hoch, okay. Machen die Tore mal schnell auf. Da haben sie hier auch über die Mauer, oder was? Okay, schauen wir mal. Mal bis wir vielleicht von dir oben rüberkommen. Okay, wir müssen da rein. Ja, da wollen sie erstmal was zu futtern. Deine blinde Rachsucht macht dich berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Ich komme aus dem Gebäude. Ach du Scheiße. So ein Feigling. Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal.
Angriff abgeschlossen, Kjötvis Feste. Sprich mit Sigurd. Eivor, der Tag ist unser. Lass den Feigling ziehen. Die Schlacht ist gewonnen, Hurensöhne. Holt euch... Eivor, der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Floh nach Norden, König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudurm, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen, von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen... Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Okay. Ich weiß, Sünen. Ein andermal. Quest, Geburtsrecht. Jetzt werden wir uns aber erst noch ein bisschen umschauen hier. Er hat ja gesagt, wir sollen ein bisschen plündern. Ich war jetzt zwar schon mal, aber vielleicht gibt es ja schon wieder neue Sachen. Es ist auch kein Sperrgebiet mehr. Also hat es halt wegen der Quest ging es halt nicht dann. Können wir nichts mehr mitnehmen. Die haben wahrscheinlich alles mitgenommen. Und begib dich nach Alrekstadir. Oder Alrekstadir. Okay, wir sollen hier hin. Okay, das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich würde jetzt gerne nochmal hier das Gebiet ein bisschen erforschen. Wir machen mal eine Schnellreise hierher. Hier haben wir auch noch, hier brauchen wir auch irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Jetzt kommen wir in das Haus nicht rein. Machen wir uns erst bei den Aussichtspunkt, denn dann wird es auch bestimmt noch ein bisschen was von der Karte aufdecken.
setzen das später fort. Nein! Okay, dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Oh, stehen wir 6 Skillpunkte. Schauen wir mal schnell, was wir da machen können. Ein bisschen Schaden noch. Weg des Bären. Alle, die zu Bären gehören. Rabenclan, okay, ist die Rabenrüstung praktisch. Okay. Fernkampf, Gesundheit. Weg des Wolfes. Aha, da gibt es verschiedene Sets dann wahrscheinlich. Machen wir hier mal ein bisschen was rein. Schaut ja nicht schlecht aus. Schleichenangriff. Widerstand. Okay. Bin gespannt, ob wir da alles skillen können. Entdeckt. Harel. Das schaut schon cool aus. Geht's bloß wieder rum. Ja, das ist das gleiche wie in Yetris Feste. Okay, geht's bloß runter. Schätzigs zu geben. Oh, das ist eine richtige Stadt. Oh, das wird nichts. Bestimmt noch ein paar Bären finden. Schon auf der Karte. Ach, warte mal, hier ist noch. Also, wir sind noch nicht da. Hier können wir einiges holen. Hier hinten haben wir jetzt auch aufgedeckt, so ein bisschen was.
Hier ist auch ein Rätsel. Stavanger. Aber diese Relikte sind für die Ewigkeit. Willkommen, Kriegerin. Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus allen neuen Welten. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus. Wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war es ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Sigurd ist ihr Bruder. Meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampfe starb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Varin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Ey. Eivor? Jetzt erkenne ich dich. Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Kjötvi dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Kjötvi gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Wohin kommst du? Siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Alter. Bei Thors Hammer, es ist Eivor. Der Drache der Nordmeer. Aber jetzt ist er weg, oder? Platz für Eivor, Schrecken der westlichen Küsten. Stadt bleiben. Hinter ihren Mauern ist er sicher. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich? Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. kennen wir uns? Oh, das ist ein Falscher. Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Darin habe ich nicht eingewilligt. Nun, wollen wir einen Spottstreit beginnen? Nein. Jetzt nicht. Dann nicht. Komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Oh, das ist wieder andere. Das war das erste Mal, dass Dürbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gern helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Wenn du jemandes wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen.
Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Muss ich nochmal die anderen machen? Abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Nein, die sollten wegen mir besorgt sein. Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo aus. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Aschild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgils. Rolf, wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Hört zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Ich wäre be... Kämpft! Ein Krieger muss rubbelnd sein. Ihr habt noch viel zu lernen. Boah, das ist gar nicht so schlecht. Na, was ist denn jetzt? Rolf, deine Kämpfer sind härter, als sie aussehen. Härter, als man denkt. Thorgils kam wieder hoch, nachdem du umgefallen bist. Er brachte den Kampf zu Ende. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Thorgils es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Thor? Der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf. Weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück! Okay, jetzt müssen wir mal den anderen finden. Gehen wir nochmal hierher. Da haben wir ja vorher, sind wir die Mitte hergerannt, aber den haben wir leider verloren. Jetzt wird er wieder unten stehen, oder? Ich habe nichts getan! Das entscheide ich! Was jetzt?
Hallo? Hat das Spiel aufgehangen? Mei, was ist denn jetzt hier? Ernsthaft, ey. Okay, wir starten das Spiel nochmal neu. Unser erster Absturz. Im Spiel ist ein Fehler aufgetreten. Dass wir jetzt die Zivil neu machen müssen. Okay, probieren wir es nochmal. Unten gibt es irgendwie. Muss irgendwie nach unten gehen. Okay. Wie komme ich da runter? Geht's aber nicht irgendwie. Muss irgendwo einen Geheimgang geben. Okay.
große Truhe. Kohlebarren. Okay, sehr schön. Und der den nächsten. Meter. Dieser Ort wird gut bewacht. Komm ja nicht näher. Das dauert. Hätte die Attentaten können. Mal ein bisschen Futter. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein? Na, hier geht's rein. Na, hier geht's nicht rein. Runter. Okay, da wird auch ein Kohlebahn wieder drin sein. Hortbefehle. Versteckt den Hort nicht nur in einem Haus. Denkt an letzten Sommer. Kjötvir wird sich jeden Verlust im Blut bezahlen lassen. Rigulf. Jetzt noch irgendwelche Gegner? Sieht nicht so aus. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, schon mal auf die Karte. Und ich hier gehe nochmal hin, weil da haben, war ja das. Das Lager von dem. Vielleicht können wir jetzt unsere Rüstung da irgendwie ein bisschen zurückholen. Mm-hmm.
Aha, was ist das? Tattoo-Entwurf. Oh, ein Artefakt war das, okay. Okay. Artefakt, Akkusymbol, Arme. Jetzt wollte ich aber erst nochmal, wir sind hier reingekommen. Wir müssen mal hier oben hin. Ich wollte jetzt nochmal in das Lager schauen, wo wir den einen ja gekillt haben. Die unser ganzes Zeug gestohlen hatte. Ich bin noch gut auf. Ja, hier. Ah, da ist ein Schloss drin, ne? Garnkäbel. Okay, gibt's anscheinend nicht mehr. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Schauen natürlich in der nächsten Folge hier weiter. Das heißt, wir werden... Schon auf die Karte gucken. Okay, hier hinten ist noch was. Hier ist noch was. Genau, da werden wir erstmal die Insel hier abfrühstücken. Hier ist auch noch was. Also lassen wir uns hier mal so alles ein bisschen noch holen. Gut, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.